Heimat. Nächster Versuch für Nutz. Ah, Mahop kommt hier an diesen Kopfball eigentlich fast erschreckend ungestört heran. Er hat wahrscheinlich noch David Ott einen kleinen Rucksack gerechnet, der ist nicht gekommen. Aber davor schon Ballkontakt und dann kein kontrollierter Kopfball hier drinnen für den Kameruner. Eher aufstützen, eher war es ein Aufstützen an Siebener. Kanu Grava und eigentlich wäre es ein Stürmerfoul gewesen, aber Eckball gibt's. Bisher, wenn man von der anderen Seite sieht, wenn man sich kurz in die georgische Fußballhaut hineinschlüpft, läuft das vom Plan her durchaus in Ordnung für Sajere. Möglichst lange hier ein 0-0 halten. Ist klar, dass die Altacher hier mehr vom Spiel haben werden und dann vielleicht möglichst spät erst zuschlagen und sich möglicherweise in eine Verlängerung retten. Davon sind wir noch lange, lange entfernt. Stefan Nutz von der anderen Seite. Ist das hier ein bisschen zu nah drinnen? Hätte seine Kopfballspezialisten lieber von weiter draußen anlaufen gesehen. Und da kommt der Ball und das ist ein direkt verwandelter Eckball. Stefan Nutz mit dem 1:0. Ja. Also wenn so geplant war, ein big feiner Bluff. Deutet seinen Leuten, jeder hat es gesehen, auch beim Gegner, ein bisschen weiter hinaus, steht nicht alles um 5er drin klemmen. Hat vielleicht auch Dino Hamsic ein wenig verleiten lassen, weiter aus seinem Tor zu kommen. Und dann wird sowas über den Keeper hinweg. Perfekter Eckball. Schön hoch genug, lange genug. Erst so im letzten Drittel der Torlänge fällt der Ball unter Querlattenniveau herunter und dann kommt Hamsic hier nicht daran. 1-0, direkt verwandelter Eckball durch Neuerwerbung. Stefan Nutz. Also sieht man auch nicht allzu oft, aber von genau der gleichen Stelle. Vor zwei Jahren einmal ist Mentaciuri für die Altacher gegen Austria Wien auch so direkt verwandelten Eckball hereingezirkelt gegen Robert Almer. Aber wieder Nutz. So, Galvao, Nutz. Diesmal nicht. So, hier noch einmal Galvao herrlich aufgelegt und dann Nutz, vielleicht springt der Ball kurz vor ihm auf, aber genau in die Arme von Keeper Hamsic. Ah, das ist das Tor, das sich die Altacher, das sich Klaus Schmidt so sehr ersehnt hat, auch um diese Kontrolle, die man hier allgemein erwartet hat, von Spielbeginn an auch möglichst rasch in einen Gesamtscore umzusetzen, das einfach mal ein bisschen die Gemüter beruhigt. Dass es auch den Spielern erlaubt, ökonomischer zu agieren. Und so ganz beiläufig könnte sich ja der ein oder andere zusätzliche Freiraum auftun. Vielleicht geht sogar noch was mit Kontern im eigenen Stadion. Vizemeister, der Nummer 112 der FIFA-Weltrangliste.
Abseits. Ja. Ja, auf dem Schwanne. Die 15. Durch und ganz früh einsteigen. Ja, den hat er von hinten nicht gesehen, Patrick Salomon, und das ziemlich heftiges Foul. Da steht schon wieder Nicolas Gelashvili. War ja schon in Richtung Konter unterwegs. So, jetzt ist es natürlich eher so vom Spielverlauf her, dass was sich Klaus Schmidt erwartet hat, einen baldigen zweiten Treffer, also eine Zweitore-Führung im Gesamtscore, wenn es geht, noch vor der Pause, um das entsprechend verwalten zu können. Vielleicht um sie ein bisschen früher dann auch andere Gesichter anzuschauen, eigene. Damit schaut es mal ganz gut aus für Alltag, dass das so wird mit der zweiten Runde. Dann geht es schon in einer Woche das nächste Spiel hier. Dann nämlich gegen den weißrussischen Cupsieger Brest. Das Ganze wäre nächsten Donnerstag. Das Ganze dann natürlich wieder live auf ORF 1. Und geplant wäre nach diesem Spiel die Partie von Sturm Graz. Uhrzeiten stehen noch nicht ganz fest, aber hier haben wir Sturm Graz gegen Podgorica. Also beide österreichischen Clubs zuerst mit den Heimspielen und beide Spiele gibt es bei uns nächsten Donnerstag live. So, immer vorausgesetzt, so die Altacher auf diesen jetzt gesamt schon 2:0 Vorsprung aufhalten. Die Zeit sieht schon gut aus. Jetzt gibt es hier den Freischuss, das hat er gesehen, Schiedsrichter Banari. Manuel Sakic ist hier gelegt worden. Bälle, die sind dann wieder was für Stefan Lutz. Ja, da gibt natürlich bei allen Standards dieser Eckball, der zum 1:0 geführt hat, auch das nötige Selbstvertrauen. Salomon steht auch mit dabei. Ja, da stimmt der Abstand noch nicht. Die zweite gerne weiter hinten.
Ups. Wiesinger. Zwei Toten für den Kopf. Zwei Toten für die langen Beine des 1,92 großen Mittelfeldstrategen von Sturm Graz, der nach einem Kreuzbandriss hier wieder in Alltag richtig Fuß fassen will. Soll, so hört man, mit Verlängerungsangebot in Graz nicht zufrieden gewesen sein. So kam er ablösefrei ins Ländle. Nächstes Foul, jetzt wird es ein bisschen ruppiger da hinten. Nutz hat es diesmal erwischt.